Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 252. Mein Name ist René, außerdem mit dabei El Marvinho. Aha. Und Senior Basti. Ciao. Gute. Hier wird alles zusammengemixt, alle Sprachen. Alle Sprachen. In anderen Podcasts beschweren sich die Leute ja mit einem Gude, habe ich gehört. Ja. Echt? Ja. Sowas? Ich weiß auch nicht, das sind diese Konkurrenzprodukte, wo die Leute sich beschweren. Das ist mir auch ein vollkommenes Rätsel. Ich habe es dann extra lang gezogen. Genau. Das muss man ignorieren. Genau, das machen die nur, weil es bei denen kein vernünftiges Trinkspiel gibt, wo man jetzt schon mindestens zwei kurze hätte kippen müssen. Ja, ich entschuldige mich gleich auch für irgendwas. Für was denn? Für das Spiel. Er sollte sich für das Spiel entschuldigen. Auch wenn er ja, es tut mir leid. Es gibt ja, überhaupt keinen, also für Trinkspiele gibt es überhaupt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen. Nein, das Eintrachtspiel, verdammt. Ach so. Nicht das Trinkspiel. Ja. Trinkspiel bevor ist alles bevor gut. Wir zu diesem Spiel kommen, auch diese Folge könnt ihr wieder live hören. Oder halt, wenn ihr das jetzt heute noch nicht geschafft habt, dann schaut doch fürs nächste Mal rein. Ihr findet auf eintracht-podcast.de/live alle Informationen zum Stream und auch zu unserem Slack-Chat, der hier schon fleißig am Rotieren ist. Von daher nochmal Hallo an alle, die jetzt gerade live zuhören. Ihr könnt jetzt dieses Elend live miterleben, wie wir uns für, ja, müssen wir uns dafür irgendwas entschuldigen? Nee, wir müssen aber über rote Karten reden. Was war denn das? Eine klare rote Karte. Ja. Herr Basti, mit wie viel Königspinguinen bist du danach in den Zirkus gegangen? Ich habe probiert, einen Zirkus niederzubrennen und hat auch gut funktioniert, weil hier am Ratsweg ist gerade ein Zirkus, der wird gerade abgebaut. Das sieht so aus, als wenn es tatsächlich das gemacht hat. Der wird gerade abgebrannt. Nee, aber wie soll man es nennen? Es war sehr, sehr unglücklich, um es mal ganz harmlos zu formulieren. Das spiegelt aber nicht das wieder, was ich in dem Moment gedacht habe. Weil ich schon so ein bisschen Bock auf das Spiel hatte, bei aller Angst, die ich vorher natürlich hatte, die ich immer habe, weil ich immer pessimistisch bin, aber dann so eine Nummer, da muss ich auch erstmal kurz schauen, ich so, ist es gerade passiert, hallo. Und dann, um noch die Sahne auf die Torte zu setzen, ist dann auch noch dieser Freistoß reingegangen, nachdem der Heinz Lindner das super gehalten hat, dann auch eine Abpraller. Ja. Und was Marvin Kompair macht nach 100 Jahren, glaube ich, wieder mal ein Tor. Ja, ausgerechnet das war dann, der Kompair, da ist mir ja echt bald die Hutschnur hochgegangen. Alter. Das war dann dieser Hashtag X genau in die andere Richtung. Das war gar nicht so, dass du sagst, Leipzig hat uns hier nicht fertig gemacht, weil die so geil systematisch spielen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach nur, wenn man die drei Tore nimmt, das war von gut, Leipzig war vielleicht einen Ticken besser, aber das war auch großes Pech, ehrlich gesagt. Diese Nummer Radetzky rutscht aus. Was willst du, also da kannst du nicht viel machen. Und dann, wir hätten ja selbst mit 10 Mann fast noch 2-1 mit Rebic gemacht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, das Spiel war dann eigentlich fast schon gelaufen nach dieser Szene. Und das war echt ein ganz bitterer Start in die Rückrunde, weil ich glaube, ich wage die These, wenn das nicht passiert wäre, was so die Eindrücke, die ich gewonnen habe, da wäre was drin gewesen, glaube ich. Ich fand auch, dass die Eintracht nicht so schlecht grundsätzlich gespielt hat. Also natürlich, ich meine, wenn du ganz am Anfang des Spiels schon deinen Keeper hier verlierst, dann sieht die ganze Sache natürlich grundsätzlich erstmal bitter aus. Aber ich muss sagen, die Eintracht ist ja keineswegs zusammengebrochen. Das 3-0 klingt jetzt hart und das ist auch vielleicht optimal für Leipziger Verhältnis, muss man sagen. Aber es war jetzt nicht so, als wären wir jetzt komplett desaströs hier in die, die Rückrunde gestartet. Es war ja noch die Hinrunde, also aus der Winterpause zurückgekommen. Das Problem ist halt, die hatten einen ordentlichen Tag, ja, und haben halt alles serviert bekommen, während bei der Eintracht auch ehrlich gesagt gar nichts zusammenlief. Also auch nach vorne, wie gesagt, du hast die Rebic-Chance schon artikuliert. Da gab es die Möglichkeit, hier ranzukommen bzw. einen Ausgleich zu machen. Das hast du verpasst. Und danach war einfach nicht mehr wirklich viel im Pedo. Ja, Rebic hat noch einen geilen Schuss gehabt. Also ich wollte gerade sagen, er hatte zwei. Er hatte einmal diese Aktion, wo er quasi sich den Ball ja irgendwo in der eigenen Mitte der eigenen Hälfte dann fast schon holt und sich dann da wirklich durchsetzt, auch trotz Foul sich nicht fallen lässt, sondern weiterläuft, was man ihm ja hoch anrechnen muss, wo er, glaube ich, auch der ein oder andere einfach mal stumpf gefallen wäre, um irgendwie einen Freistoß rauszuholen, aber er wollte es eben weiterhin probieren.
und ist ja am Ende dann am Abwehrspieler und am Torwart nur gescheitert und hatte dann halt auch einfach keine Möglichkeit mehr, weil er so weit nach außen gedrängt war. Also er hatte ja auch dann noch den Ball und konnte ihn dann nicht mehr reinbringen und dann hatte er, glaube ich, 2 Minuten danach dann noch diesen Schuss, den Gulaschi dann da irgendwie raus. Da habe ich an Marvin gedacht, als der Gulaschi den Ball so gut gehalten hat. Das, oh, ich glaube, wie oft ich daran gedacht habe. Ja. Der, aber das war ja auch wirklich, also haarscharf, der stand ja bestimmt 2 Meter vorm Tor. Ja. Also der war ja eigentlich schön weit draußen. Kann da schön reinfallen. Und ich muss sagen, ich finde in den Szenen, die du beschrieben hast, das ist ein Beleg dafür, was der Marvin und ich vielleicht so immer oft aus dem Bauchgefühl und in die Zukunft gemalt haben, aber da konnte man das endlich mal sehen, warum wir sagen, dass wir Rebic geil finden. Ja. Das hat er dort gezeigt, weil du da siehst, was drin ist, wenn er, glaube ich, mal ein paar Spiele macht und wenn er Bock hat. Ich hatte das Gefühl, er hat auch Bock gehabt, sich gegen Leipzig zu beweisen, weil er da, glaube ich, nicht so eine gute Zeit hatte. Ja. Ich weiß, dass er immer noch nicht viel geleistet hat. Ich würde ihn immer noch halten, ehrlich gesagt, weil ich war begeistert von ihm. Ich sehe das ähnlich. Qualität, ja. Bock hatte er auch stellenweise für mich ein bisschen zu viel Bock, weil er war ja auch haarscharf von der Gelb-Rot. Ja, das ist richtig. Ja, also die gelbe Karte, ja. Die zweite, in der zweiten Situation, wo er ermahnt worden ist, wurde ja auch, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der sich so schnell verpisst hat und irgendwie versucht hat, da irgendwie so fast sich auf der Bank zu verstecken. Da wäre eine gelbe Karte nicht berechtigt gewesen, aber in der Summe hätte er wahrscheinlich auch nicht viel sagen können, wenn er da eine gekriegt hat. Und danach waren ja auch so ein paar Zweikämpfe noch, die auch so ganz hart an der Kante waren. Trotzdem muss man sagen, hat man so ein bisschen gesehen, was er da kann. Und das ist so der zweite Punkt, der mich so ein bisschen als Ergebnis schmerzt, dass er die 5. gelbe Karte hat, wie im Chat gerade eben gesagt worden ist, eigentlich erstaunlich für die wenigen Minuten, die er gespielt hat und trotzdem schon 5 gelbe Karten und damit natürlich auch im nächsten Spiel fehlt. Also jetzt, ja, das ist so ein bisschen ärgerlich, ja. Aber ich muss schon sagen, ich fand auch, dass mir Rebic persönlich ganz gut gefallen hat. Natürlich war er grenzmotiviert, ja, also das war schon so, dass du das Gefühl hattest, okay, ja, man hat schon gemerkt, dass Leipzig nicht seine liebste Station war. Aber das brauchst du auch in dem Spiel, deswegen war es gut, dass er aufgestellt wurde. Das hat uns im Endeffekt jetzt keine Punkte gesichert. Aber trotzdem war es für mich auch ein Outing, wo ich sage, okay, Rebic, wenn du so das Ball behältst, ein bisschen mehr Glück hast, dann wird es ja auch was. Wenn er das beibehalten kann, denke ich auch, dass er bei der Eintracht eine gute Zukunft hat. Natürlich ist es jetzt ärgerlich, gerade in dieser Situation, wo wir mit Fabian jemanden haben, der vielleicht länger ausfällt, wenn jetzt Rebic jetzt auch, es ist zwar nur eine gelbe Karte, also die 5. gelbe, aber es nervt halt trotzdem, dass er dann auch fürs Spiel gegen Schalke ausfällt. Das sind alles so unnötige Dinge. Er kommt auch für ihn ärgerlich, denke ich, er hat einigermaßen diesen Flow jetzt gehabt. Es wäre gut für ihn gewesen, jetzt gegen Schalke die nächste Partie draufzusetzen. Aber da kann man jetzt nicht, das kann man logischerweise nicht ändern jetzt. Lasst uns doch das Spiel vielleicht mal versuchen, so chronologisch ein bisschen aufzudröseln. Ja. Wir haben diese Aktion von Radetzky, wo ich, die Aktion von Radetzky an sich ist halt wirklich eher so ein Reflex, nachdem er fällt. Für mich finde ich das viel schwieriger, dass Gacinovic nicht rechtzeitig ins Laufduell geht und für mich auch viel zu früh aufhört zu laufen, weil er sieht, dass Radetzky rauskommt und damit auch, finde ich, zusätzlich dann noch so ein bisschen seinen Schlussmann unter Druck setzt, dann hast du diesen Freistoß, wo Lindner das Ding, trotz dessen, dass er eigentlich erst einen Schritt in die andere Richtung macht, in der ersten Sekunde das Ding, wie ich finde, grandios da aus dem Eck fischt, aber deswegen halt auch das Ding nicht richtig abwehren kann und deswegen dem Compare da vor die Füße fällt. Dann haben wir dieses Kopfballtor von Werner, wo, wie ich finde, Lindner auch wieder eigentlich sehr gut aussieht und das Ding ja auch mit den Fingerspitzen noch dran hat, aber dann fehlen ihm halt einfach irgendwie 2 Zentimeter, um das Ding dann noch irgendwie um den Pfosten zu schieben, sonst wäre es dazu auch nicht gekommen. Ja, und dann beim 3-0 rennen sich Vallejo und leider wieder Oczipka gegenseitig um, weswegen Vallejo irgendwie von außen da wieder in die Mitte sprinten muss und dann halt ungünstig in den Laufweg von dem Ball rennt. Also von vorne bis hinten kannst du eigentlich sagen, ein absolut gebrauchter Tag und unter normalen Bedingungen wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen. Ja, denke ich auch. Ja. Es lief halt viel Negatives zusammen. Ja. Ja, und das ist natürlich, wenn du ein Spiel hast, wo der Gegner wahrscheinlich trotzdem sowieso favorisiert ist und du hast dann noch sowas, du kannst es vielleicht gegen schwächeren Gegner dann noch vielleicht noch ausgleichen, aber dann ist es dann, glaube ich, ist auch das...
Fahnenstange bei der Eintracht dann erreicht, weil die Eintracht, wir haben viele enge Spiele gehabt und die Eintracht ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sowas ganz locker wegstecken kann. Und ich finde, dafür hat sie sich trotzdem noch gut verkauft. Ich habe nach dieser roten Karte und dem 1-0 das Schlimmste befürchtet, ehrlich gesagt. Also dann, dafür ging es noch, die Eintracht hat trotzdem gut mitgehalten, hat ihre Chancen gehabt. Ich glaube, das, was Kovac gesagt hat, ist da richtig. Man muss das Spiel einfach abhaken jetzt. Du kannst aus diesem Spiel keine Erkenntnis gewinnen. Dafür ist das nicht normal genug gelaufen. Also du kannst nicht aus einem Spiel, wo so viele Unwägbarkeiten drin sind, die du normalerweise nicht haben solltest, kannst du jetzt keine großartigen Ableitungen ziehen. Also was willst du jetzt sagen? Ja, wir müssen jetzt üben, dass der Radetzky in der fünften Minute nicht mehr hinfällt. Also das geht ja nicht. Also wäre schon schön, wenn es gehen könnte, dass er da nicht mehr so oft. Aber meine Güte, was mich ein bisschen gestört hat, dass er danach so ein bisschen in die Kritik geraten ist. Also sorry, wir haben das, glaube ich, an anderer Stelle gesagt, wo er schon mal einen Fehler gemacht hat. Also Radetzky hat so viel Guthaben auf seinem Konto. Also bis der in Dispo gerät, dass da muss noch einiges passieren. Also das will ich an der Stelle nochmal ganz kurz festhalten, weil Radetzky ist unangefochten. Das ist an der Stelle, also ich finde auch nicht, dass man ihm da jetzt irgendwie einen Vorwurf machen kann. Das ist so eine Sekundenentscheidung. Du läufst raus, du fällst, du hast als Torhüter, glaube ich, diesen Reflex halt einfach den Ball tendenziell eher mit der Hand irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Und er muss halt im Bruchteil einer Sekunde sich entscheiden, lasse ich den jetzt durch ins Tor oder versuche ich es irgendwie zu verhindern, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass der Freistoß da irgendwie nicht reingeht. Das ist halt so eine Millisekundenentscheidung plus ein Reflex. Was willst du dem Jungen da irgendwie vorhalten? Ja, also kannst du ja nicht. Also ich würde es auch sagen, es gibt für mich absolut keinen Grund, das einfach jemandem vorzuhalten. Es gibt so viele Fehler, die von Torhütern in der Bundesliga gemacht werden. Das ist jetzt sein erster grober Fehler in der Hinrunde, kann man natürlich sagen, aber in der Bundesliga-Saison generell. Ja, so what? Also ich meine, passiert, ja, und natürlich haben wir jetzt dadurch ein schweres Standing gehabt, um hier überhaupt noch an Punkte zu kommen, aber wenn ich mir überlege, in welchen Situationen, in welchen knappen Spielen Radetzky einfach derjenige war, der uns im Spiel gehalten hat, uns die Punkte festgehalten hat, also insofern, wenn wir da dieses Plus-Minus-Konto aufmachen, dann sind wir immer noch auf dem dicken Plus auf der Seite von Radetzky. Insofern, ich glaube auch, dass er derjenige ist, der sich am meisten über die Situation ärgert und das dementsprechend reflektiert und auch daraus lernt. Und er ist noch relativ jung, das vergisst man immer, wenn du dir einen langen Schlags ansiehst und wie lässig er Interviews gibt. Ja. Das ist auch für ihn ein Lernprozess. Der Junge spielt jetzt im zweiten Jahr in der Bundesliga. Ja, das sind alles so Dinge. Ja, und wie toll er das macht, das sollte man mal rausstreichen. Jetzt ein Spiel Sperre ist insgesamt ärgerlich, aber gerade gegen Schalke auch noch zu verschmerzen. Und dann geht's weiter. Wobei man wirklich sagen muss, dass Lindner an der Stelle auch für mich, zumindest in den Szenen, was ich da gesehen habe, ein guter Ersatz oder eine gute Überbrückung jetzt erstmal ist. Der hat echt gute Szenen gehabt und man darf nicht vergessen, der ist auch jung und das war, glaube ich, auch sein erstes Bundesligaspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und du kommst in der dritten Minute vollkommen nicht in der Einstellung, dass du irgendwie jetzt auf den Platz musst, da rein, irgendwie auch nicht richtig aufgewärmt. Ja, also das ist halt auch eine ganz gute Nummer. Von daher haben wir da, glaube ich, schon auch einen guten Ersatz jetzt erstmal. Ist aber interessant, dass wir jetzt so über Heinz Lindner sprechen, denn man darf ja schon ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, dass wir durchaus anders über Heinz Lindner gesprochen haben, als wir ihn die ersten Testspiele erlebt haben. Ja, wo ich mir dann schon gedacht habe, meine Güte, da fällt er aber auch rum. Okay, das kann nicht die Nummer 1 sein, die hier nach Frankfurt geholt wurde. Ja? Also so war mein Sprech, nachdem er hier, wie gesagt, an den Main gekommen ist und sein erstes großes Testspiel in der Commerzbank Arena hat. Ich glaube, war das gegen den FC Tokio oder was war das? Ja. Ja, fand ich wenig souverän, aber natürlich, sein Spiel am Samstagabend war durchaus gut und das hat mir ordentlich gefallen, ist ja sowieso ein sehr sympathischer Kerl, auch kein Blöder. Ich hoffe, dass er die Leistung, die er am Samstagabend gezeigt hat, auch am Freitag einigermaßen bestätigen kann, mit weniger Gegentoren. Ja. Was mir bei dem Spiel so ein bisschen am Ende mich am meisten irgendwie, belastet, würde ich schon fast sagen, hat, ist nicht die Art und Weise, dass wir verloren haben, sondern die Art und auch nicht vielleicht die Art und Weise, wie wir verloren haben, sondern dieses ganze Gehabe, wie Leipzig da unterwegs ist, hat mich irgendwie zutiefst negativ beeinflusst. Ich
habe versucht, mich vorher irgendwie so ein bisschen von diesem ganzen Leipzig als neues Feindbild so ein bisschen rauszuhalten. Ich habe auch fast keine Spielzeiten irgendwie von Leipzig gesehen, außer mal irgendwie in der Zusammenfassung, und habe mich da versucht, irgendwie von diesem ganzen Negativ-Thema so ein bisschen rauszuhalten. Aber ganz ehrlich, wenn ich die 90 Minuten diese Aura da auch nur am Fernsehen irgendwie wahrnehme, dann kriege ich eine Riesenkrawatte. Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich weiß. Ja, ich weiß gar nicht groß. Mir geht's ähnlich. Ich habe Leipzig zum ersten Mal bei 90 Minuten gesehen und eigentlich hat sich das bestätigt. Im Endeffekt, ich gebe ganz gerne jetzt hier zu, auch offen, dass ich mit Sicherheit voreingenommen bin. Und dass ich mit Sicherheit, wenn das bei einem anderen Verein gewesen wäre, das anders wahrgenommen hätte. Weil die Stimmung war jetzt nicht schlecht. Die waren schon teilweise laut. Aber ich finde trotzdem, es wirkt überhaupt nicht authentisch. Du hast trotzdem, ich wurde an gewissen Stellen schon aggressiv, wenn die das überspitzt gemacht haben, die haben ja dann auch hier dieses Pippi Langstrumpf, haben die ja exakt genauso gemacht wie wir. Die haben viele, viele Lieder, dieser Wechselgesang und alles Mögliche. Und das wirkt so, wie als wenn es gerade auf so einem Höhepunkt ist, weil alle das feiern, aber das wirkt nicht authentisch. Das wirkt, hat nicht diesen Charme von einer gewachsenen Fanszene, trotzdem nicht. Das ist irgendwie ein toller Event und mit dieser Voreingenommenheit, die ich habe, die werde ich auch leider momentan noch nicht los, widert mich das ein Stück weit an, was dort passiert. Dieses Maskottchen alleine, wenn ich den da rumlaufen sehe und wie, die haben auch teilweise in die Zuschauer geblendet, das mag alles ganz süß sein, wenn die dann da stehen, aber dieses Kind auf dem Arm und das ist hier, wir sind die besseren Fans, aber hier ist für die ganze Familie, das ist hier alles schön ruhig und so. Ich kann es ganz schwer ertragen, dieses ganze Ralf Rangnick alleine zu sehen, ist für mich momentan sehr, sehr schwierig. Den einzigen, den ich dort tatsächlich sympathisch finde, ist der Trainer. Und ansonsten teile ich deine Gefühle, die du hast, weil also Hasenhüttl ist für ganze, mich jetzt wenn das der Fußball ist, wie er irgendwann aussieht, dann gut, dann wird es so sein, aber das ist für mich, ist es sehr, sehr schwierig, weil ich alles, was um Leipzig herum passiert, auch wie die auftreten, das finde ich noch unsympathischer. Ja, das ist ja das, was ich meine, so diese ganze Art und Weise, dieses ohne dass du da warst, allein das, was du im Fernsehen schon wahrnimmst, wie die auftreten und das alles, wo ich dann auch so im Nachhinein überlegt habe, ganz ehrlich, wenn du irgendwann eine Liga hast, die nur noch voll ist mit Vereinen, mit solchen Konstrukten, dann ist Fußball kein Sport mehr, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Ja, das ist auch so. Das ist sehr, sehr steril alles. Und das ist auf eine Art unsympathisch. Die könnten viel mehr, ich weiß nicht, die haben noch hochbezahlte Medienprofis dort in der Abteilung. Das könntest du locker und sympathischer darstellen. Ja. Auch mit allen Hintergründen, die die haben, mit dem Geld und mit dem allen. Aber das machen die gar nicht. Die machen das auf eine provokante Art, die ich halte schwer aus. Und ich bin froh, dass ich jetzt erstmal kein Spiel mehr von denen so lange sehen muss. Martin merkt im Chat gerade eben nochmal an, dass zu deiner Aussage mit Fanszene nicht gewachsen, dass auch die ganzen Zaunfahnen und so weiter gedruckt sind. Da ist nichts irgendwie selbst gemalt, sondern das kommt halt alles irgendwie aus dem Drucker oder aus dem sonst irgendwo raus. Ja, das war ja bei Hoffenheim auch schon so. Ich war irgendwann mal in Hoffenheim, da haben die noch in Mannheim gespielt, da haben die Fans, es gibt ja manchmal Fans, die da mit der Fahne auf den Rasen dürfen und da hatte einer einen riesen Fahne in der Hand, wo einfach nur eine TV Digital drauf war. Der da unten gestanden und hat damit gewählt. Das war sehr interessant. Weil du Ralf Rangnick gerade angesprochen hast, ich habe vorhin gelernt, dass er von einer britischen Zeitung zum Fußballmanager des Jahres gewählt worden ist. Das Schlimme ist, das stimmt ja wahrscheinlich sogar. Das ist ja das. Der hat ja Fachwissen und analytische Fähigkeiten, so eine Struktur aufzubauen, dass du modernen Fußball spielst und neben dem Platz auch ganz hervorragende Bedingungen hast. Nur setzt er es an der falschen Stelle ein. Einfach. Ja. Das ist wie so ein genialer Wissenschaftler, der plötzlich in die Industrie wechselt und irgendwelche Medikamente erfindet für Krankheiten, die es gar nicht gibt. Also ich stimme euch da sowieso vollkommen zu. Ich denke, das ist eine für euch wenig überraschende Erkenntnis. Aber doch so ein bisschen schon. Manchmal bist du ja auch anderer Meinung. Ja, das bin ich natürlich und ich versuche auch immer sehr gemäßigt bezüglich der Leipzig-Thematik zu sein, denn ich habe da schon viel strukturelle Problematiken erkannt. Aber was man schon festhalten muss, ist, dass dieses Gefühl,
dieses Gefühl, was von Leipzig ausgeht und so ein bisschen negativen Vibe hat, auch voll in diese Leipzig-Fanszene reingeht und auch von den Fans selber transportiert wird, was mir in den Tagen danach, ich habe Twitter mir ganz ziemlich genau durchgeguckt, was da so für Kommentare kommen. Und wir sind uns ja alle darüber einig, dass bei den, ja, krass eigentlich, wenn ich das so sage, früher hätte ich das nicht gedacht, aber dass Social Media auch mit vielen Hanebambeln sich beschäftigen muss. Oh ja. Und was man da gelesen hat von Leipziger Seite aus, auch von Leipziger Bloggern und so weiter und so fort, also wo du sagen würdest, okay, gucken wir schon mehrere tausend Follower und so, und wie abschätzig über Frankfurter gesprochen wurde, auch Frankfurter Fans, wo dann halt gewisse Dinge kritisiert wurden, gerade im Nachgang, gar nicht sogar mit dem Verein, sondern halt generelle Dinge. Es wurde ja Horror im Vorfeld, ja, Horrorszenarien aufgebaut. Ne? Da hast du ja gedacht, okay, ja, wir haben jetzt gleich einen Clash, wie sonst war es wie der Völkerwanderung hier und jetzt, keine Ahnung, jetzt trifft die eine auf die andere Seite und jetzt muss man mit hunderten von Polizisten dagegen angehen. Im Endeffekt ist ja das alles relativ ruhig abgelaufen, ja, Wunder, oh Wunder. Es hätte ja durchaus sein können, dass was passiert, ja, aber trotzdem, man muss auch mal sagen, es ist alles ruhig gewesen. Das kann man mal positiv auch hier. Wollte ich gerade sagen, das wird dann gar nicht gerettet. Da wurde dann fast gar nicht gesprochen. Ja, das ist halt auch immer dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite wird irgendwie, ja, und bloß nichts passieren, aber dann, wenn da nichts passiert ist, dann wird alles in den Teppich gekehrt. Man könnte auch mal sagen, ja, cool, es hat im Endeffekt geklappt, aber was halt nicht so geklappt hat, ist da also dieses Kollegiale, dass man denkt, okay, man guckt hier ein Spiel und man ist trotzdem auf der Seite des fußballschauenden Menschen. Das hat sich bei vielen Leipzigern anscheinend nicht erschlossen, also sie leben wahrscheinlich in ihrer Outsider-Rolle ganz gut auf. Und was ich aber noch aus anderer Perspektive irgendwie ein bisschen befremdlich finde, ist, dass ja der ganze Ablauf nicht wirklich gut funktioniert haben muss. Also gerade, wenn es um die Öffnung der Stadiontore ging. Drehkreuzen. Drehkreuzen, ja. Und dann auch das Abtasten. Also da waren mehrere Dinge. Da kam es ja sogar, der gute Ötschi, viele Grüße in den Slack-Chat. Der hat mir freundlicherweise die E-Mail geschickt, die er dann als Beschwerde dann auch nach Leipzig und gleichzeitig auch an die Eintracht Fanmenschen geschickt hat, damit die auch wissen, was Sache ist. Die werden das ja gerade auch sammeln. Da sind nämlich einige Punkte gewesen, die so halt einfach nicht gehen. Wenn ich dann zum Beispiel hier lese, ja, ich lese mal kurz vor, als man beispielsweise beim Abtasten den Ordner darauf hinwies, dass der Einlassvorgang verbesserungswürdig ist, bekam man als Antwort zu hören, halt bloß dein dummes Maul, ich kann auch nichts dafür. Und ich kann es nicht mehr hören. Sieh zu, dass du weiterläufst. Okay, kann man machen. Ist halt trotzdem ein bisschen beschissen. Ich weiß, Fußball ist eine Sportart, in der viele robuste Menschen arbeiten, ja. Aber das ist ja nur ein kleiner Fall von relativ vielen Dingen. Und man hat ja großflächig gehört, dass das alles nicht so wirklich gut ablief. Aber wenn man das auch dann bei Twitter oder so zum Beispiel angesprochen hat, wurde man dann von Leipziger Seite aus oft als schlechter Verlierer abgestempelt. Ja, ja. Kann man natürlich machen, auch nicht so wirklich gut. Ich finde es aber gut, dass sich die Eintracht dementsprechend der ganzen Sache annimmt und versucht, da nachzugehen, weil für Leute, für Tausendschaften, wie die Eintracht-Fans dann nach Leipzig reisen und dann irgendwie ein scheiß Spiel sehen und gleichzeitig noch schlecht behandelt werden von den ganzen Leipziger Securities, Ordnern und so weiter und so fort und der Polizei selbst auch, so geht's halt auch nicht. Habt ihr den Weiß-Sport-Artikel dazu gelesen, wo ja auch einer das beschrieben hat? Ja, sehr schön. Da habe ich gelesen. Gut, dass du das sagst. Haben wir auch in die Links rein unten, ne? Genau, also da muss man auch dazu sagen, der war ja in seiner Beschreibung so, dass es schon viel früher angefangen hat, was ich schon bedenklich fand, nämlich dass ja die Route, die die Fans laufen mussten vom Hauptbahnhof zum Stadion, ja auch an Stellen vorbeiging, wo wirklich Eis irgendwie auf der Straße war, wo ich dann auch sage, es ist zwar, mag zwar unter normalen Gesichtspunkten irgendwie die kürzeste und sicherste Route sein, aber muss man sich in seiner Planung da nicht auch auf die Wetterverhältnisse irgendwie einstimmen? Ich halte es für unverantwortlich, mehrere tausend Menschen über eine Strecke zu führen, wo halt Glatteis ist, weil du weißt, dass du dich irgendwie in so einem Pulk nicht so auf einer Fläche verhalten kannst, wie du das als Einzelperson irgendwie tun würdest. Ja, und auch so die Beschreibung, die ja dann da auch mit den Drehkreuzen waren, die ja mit absichtlich irgendwie oder die ja
extra diese Pausen gemacht haben, damit du eben drin mit dem Abtasten und so weiter da irgendwie hinterher kommst. Und auch diesen Absatz, der ganz unten drin war, wo eben der Hinweis gemacht wurde, dass Leuten irgendwie trotz Minusgraden Schal und Mützen irgendwie abgenommen wurden aus irgendwelchen komischen Gründen, finde ich halt auch vollkommen Banane. Also man muss natürlich immer bedenken, wenn hier sowas geschrieben wird, dass da vielleicht auch so ein bisschen eigener Geschmack mit reinkommt. Aber es hört und sich... Mützen und Schals abgenommen? Ja. Das sind... Ja, dann auch wohl ohne Begründung. Es liest sich so ein bisschen nach gezieltem Piesacken von Fan-Gruppierungen, die man da halt irgendwie nicht haben will. Und die berechtigte Frage, die da auch drin war, war auch so der Punkt, naja, wie habt ihr das denn vor einer Woche, als ihr das Testspiel gegen Glasgow gemacht habt, gehandelt, weil da waren wahrscheinlich auch nicht viel weniger Leute da. Ja, aber das war ja eher so eine Werbeveranstaltung. Das war auch das so. Das ist richtig. Da hat Leipzig ja einfach mal so gedacht, wie sich quasi mit eingekauft in Fußballkultur, sag ich mal. Ja, komm, wir holen uns ein paar Schotten hier, das sieht dann voll cool aus und bla. Ja, aber das bekommt halt für mich dann noch mehr so diesen Geschmack nach dem Motto, das ist was wir wollen, da funktioniert's und das ist etwas, was wir nicht wollen, also sorgen wir dafür, dass es nicht funktioniert. Na klar, die wollten mit Sicherheit nicht den Kontrast haben zwischen ihren Hobbyfans da und der richtigen auswärts starken Block, der richtig lautstark wahrscheinlich ist und da schon irgendwie, glaube ich auch, wo jetzt nicht unbedingt, ich glaube, dass ziemlich viele auf der Seite dann waren von der Eintracht und du dann so das Gefühl hast, ja, ich habe das Gefühl gehabt, die hätten sich, glaube ich, so ein bisschen sogar gefreut, wenn irgendwas passiert wäre im Sinne von, ja, wir wussten es doch und ihr seid der schlechte Fußball, wir sind der gute Fußball. Ja. Das ist genau der Punkt, das darf man nicht vergessen, ja. Mhm. Und ich glaube, dass die Eintracht-Fans mittlerweile auch so, dass viele Polizeiszenen oder Ordnerszenen, die Eintracht so ein bisschen noch auf dem Kieker hat und denken, lass die mal kommen, die sollen sie die Fresse halten und bei kleinsten Kleinigkeiten machen wir rum, weil wenn du was gegen Eintracht-Fans sagst, dann stößt das immer auf offene Ohren. Du kannst ja immer, was haben wir schon gehabt? Erinnert euch noch an das Testspiel irgendwo in Bremer Umland irgendwo, ein Pokal war es sogar, wo ein Zaun irgendwie, der war nicht festgeschraubt. Ach, die Nummer, ja. Ja, und dann hieß es, Eintracht-Fans hätten dort randaliert. Dabei haben die Eintracht-Fans die Leute darauf hingewiesen, hier Leute, der Zaun ist locker. Haben die nicht sogar den Zaun irgendwie festgehalten, damit er nicht umfällt, bis irgendwie einer gekommen ist und das Ding irgendwie festgemacht hat? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, aber da siehst du ja, wie schnell das geht. Und ich glaube, ohne es beweisen zu können, dass denen das mit Sicherheit ein bisschen zu Pass gekommen wäre. Weil du ja dann nach dem Spiel, wenn da was passiert wäre, kannst du das so super kommunizieren. Dann sagst du, ja, Leipzig, bei allen Nachteilen, die es immer hat, das wird ja dann auch so immer verschwiegen. Und dann kommt dieses Aber wir haben wenigstens friedliche Fans und wir haben dies, wir haben das. Und das stimmt nämlich auch gar nicht. Weil die an gewissen Punkten, habe ich auch schon Artikel gelesen, dass die auch trotzdem teilweise mit Rechten auch schon Probleme haben. Die haben auch ihre Problemfans. Willkommen in der Bundesliga. Also, so steril, wie die es gerne möchten, ist das nicht. Und so asozial, wie die Eintracht-Fans dargestellt werden, sind sie halt auch nicht. Ja, das ist genau der Punkt. Es ist bei weitem keine so friedliebende Masse, wie es immer dargestellt wird. Aber da beginnt halt auch das Whitewashing. Ja, und da ist es natürlich ganz klar, dass ich mich als dementsprechend Vertreter davon positioniere, dass dieses Gut gegen böse Spielern auch natürlich immer gegen die Eintracht funktioniert, die immer als vermeintlich böse im Fußball gebrandmarkt werden, also das Böse von Fanseiten aus. Lustigerweise ist es dann, wenn es um Kommerz und um das Finanzielle geht, natürlich wieder ein bisschen andersrum, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber das ist einfach so, dass wie die Eintracht gegenwärtig wirklich mit diesem Status umgehen muss, immer auf der Hut zu sein und bei jedem kleinsten bisschen, das auch dementsprechend hochgepusht wird. Denn umso besser, dass halt wirklich nichts passiert ist, weil das wäre einigen Leuten durchaus gelegen gekommen. Ja, wir packen den Link zu diesem Weiß-Artikel mal in die Shownotes. Und der Ötzi hatte vorhin, falls ihr selbst auch Auswärtsfahrer wart und eure Beschwerde auch noch dazu packen wollt, mal noch beschrieben, wo man die einzelnen Sachen hinpacken kann. Das würde ich dann da auch nochmal gleich mit rein kopieren. Das heißt, wenn ihr da auch noch eine Beschwerde loswerden wollt, dann findet ihr bei uns im Blog E-Mail-Adressen, wo ihr die Beschwerden hinschicken könnt. Wie Marvin gerade eben schon gesagt hat, die Eintracht sammelt das jetzt alles und will das gezielt dann mit einer Stellungnahme ihrerseits an RB schicken und gleichzeitig auch schon diese Woche an den DFB. Also von daher
hilft das, glaube ich, umso mehr da irgendwie mit zusammenkommt. Dann lasst uns doch mal nach vorne gucken. Wir dürfen am Freitag ja schon wieder ran gegen Schalke mit Lindner im Tor, weil Radetzky glücklicherweise nur für ein Spiel gesperrt. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil für mich, wenn ich das richtig im Kopf hatte, rote Karte bedeutet immer für mindestens 2 Spiele gesperrt. Nö, nicht so zum Glück, aber ja. Kannst du auch ein Spiel. Geht auch bei so geringen Vergehen. Genau, in dem Fall scheint das eine normale Praxis zu sein, weil ja quasi dadurch, dass ja direkt das Tor schon gefallen ist aus der Situation danach, gab es ja mehr oder weniger schon eine Bestrafung für den Verein und deswegen hat man sich in solchen Fällen drauf geeinigt, dann nur ein Spielsperre, ansonsten hast du meistens 2 Spielsperre. Von daher wird er in Schalke oder gegen Schalke fehlen und Rebic eben auch mit der 5. gelben Karte. Dann haben wir noch den Faktor mit Huschti, der ja immer noch so ein bisschen kränkelt und Fabian ist auch noch angeschlagen. Der hat es mit der Hüfte. Fabian fällt aus. Genau. Fabian ist klar. Ich habe bei Fabian ein bisschen Angst, dass es länger wird, als man jetzt. Die Befürchtung habe ich auch gerade so ein bisschen, genau. Weil das auch noch so vorsichtig kommuniziert wird und so ein Kram. Das ist oft mittlerweile so, dass so Verletzungen, ja, die wollen dann nicht so viel Drama reinbringen, aber das hört sich nicht gut an. Ja. Gerade so ein Hüftkram und so ein Scheißdreck, wo dann auch schon wieder Bandscheibe irgendwo noch irgendwo am Rand erwähnt wird, das ist immer keine gute Geschichte. Ich will da auch nicht, das ist ein Faktor. Ich sehe es aber ähnlich, ja. Mhm. Das ist ein Faktor. Fabian ist ein Faktor, den wir, glaube ich, gar nicht ersetzen können. Wir haben immer gesagt, offensiv haben wir auf den Außen, habe ich manchmal, ist es mir egal, wer spielt, ob Hygota spielt oder der spielt oder der spielt. Fabian ist so eine Geschichte, der hat so gewisse Sachen in unser Spiel teilweise gebracht, die sonst keiner bringen kann. Ja, der fehlt dir halt extrem im Aufbau. Das hast du am Wochenende so ein bisschen. Gut, das Spiel kannst du jetzt vielleicht nicht vergleichen, aber ich finde ihn halt extrem notwendig für den Aufbau aus der Mitte heraus, weil irgendwie müssen die Bälle ja auch an die Außen und irgendwie verteilt werden. Er setzt aber eben auch die Abwehrreihen ordentlich unter Druck und er ist halt auch in der Lage, mal irgendwie aus der Ferne das Ding da mal drauf zu hauen und er kann halt auch irgendwie mit dem Ball am Fuß ganz gut. Das sind halt so ein paar Zusammenführungen, die du halt schwierig irgendwie anderweitig ersetzt bekommst. Hinzu kommt noch, dass für mich Gacinovic so ein bisschen lustlos wirkt. Ich weiß nicht, ob lustlos das richtige Wort ist, aber ich hatte das schon. Ja, doch, außerhalb der Spur zumindest. Ja. Und dann finde ich es noch problematisch. Also ich will ihm da nicht böse tun. Und ich finde, er ist ein sympathischer Kerl, aber Hector sah für mich bei dem Spiel gegen Leipzig nicht wirklich gut aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gegen Schalke großartig besser wird. Das heißt, ich würde eigentlich lieber Hasebe auf der aktuellen Hector-Position sehen. Aufgrund unserer Personalsituation ist das aber ein bisschen schwierig. Der Einzige, der dann irgendwie da reinpassen würde, wäre dann der junge Herr Besuschkow. Und da kommt wieder das zu sprechen, was ich halt die ganzen Wochen schon gesagt, dass wir im defensiven Mittelfeld da wirklich noch jemanden haben sollten, der uns da ein Backup geben kann. Denn du siehst, wie schnell das problematisch ist. Ja, und du weißt nicht, wie schnell, ja gut, ich meine, du weißt nicht, wie dauerhaft das jetzt so problematisch bleibt. Keine Ahnung, ob Fabian jetzt sich jetzt länger verletzt, ist natürlich eine andere Position, aber auch, guck mal, ich meine, über Stendera spricht aktuell auch keiner mehr. Das heißt, du siehst deutlich. Gerade im Chat haben sie über Marc Stendera gesprochen. Genau, aber du hörst nichts. Ich wollte nur dahingehend sagen, du hörst nichts. Das heißt, das wird die Saison voraussichtlich absolut nichts mehr. So, und dann hast du eigentlich einen kleinen Engpass im defensiven Mittelfeld und das würde uns jetzt ganz gut tun, hätten wir da ein Backup. Ja. Der nicht. Muss ich dir absolut recht geben. Also Hector. 19. Ist so ein bisschen, ja, fehlt Spielpraxis, kommt gerne mal in so einem Zweikampf einfach auch mal so die berühmte Sekunde zu spät und bringt sich damit und natürlich auch seine Mannschaftskollegen so ein bisschen in Bedrängnis. Er wirkt ein bisschen unbeholfen irgendwie. Also du hast so dieses Gefühl, ja, der ist so, ich kann das gar nicht gut beschreiben, aber der ist so ein bisschen, hast du immer bei ihm so ein bisschen Schiss, dass er nicht gleich irgendwie was Komisches macht. Also so. Er hat auch schon gute Spiele gehabt, also ich erinnere mich auch ein paar gute Szenen von ihm, wo er mich überrascht hat, aber so, ich glaube, was der Marvin ganz gut beschrieben hat, ist dieses, also beziehungsweise was ich denke, was er auch meint, ist, dass man, den willst du, glaube ich, nicht über so viele Spiele sehen. Hector ist, glaube ich, ein Spieler, wo du sagst, okay, wenn der jetzt mal einmal spielen muss, dann kann er das gut machen,
Aber ich hätte jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich wüsste, er müsste jetzt über die nächsten 10 Wochen, ist er jetzt Stammspieler, da kannst du, glaube ich, die Uhr noch stellen, dass dann eine andere Sache drin ist, die uns nicht so gefällt. Ja, das ist genau der Punkt. Und über so kurze Distanz ist das immer ganz nett, dann habe ich auch keinen Bubble, aber irgendwie, es fehlt ein paar Prozent und ich kann das kaum beschreiben, aber bei Hector habe ich nicht diese Grundsicherheit, die ich sonst im Defensivverbund der Frankfurter Eintracht habe. Ja. Glaube auch nicht, dass ich die mit ihm bekommen werde und dementsprechend, es geht jetzt in den nächsten Wochen halt einfach noch um viel zu viel, als dass ich mich damit zurücklegen könnte, wenn ich sage, Hector spielt da momentan. Da auf dieser Position würde ich halt gerne Hasebe sehen. Ja, vielleicht muss die Eintracht aber dementsprechend auch rotieren. Vielleicht müssen wir auch sagen, okay, Hasebe kommt dann auf die Hector-Position. Ich hätte das ähnlich auseinandergerissen, ehrlich gesagt. Ich hätte das genau auch gemacht wie du. Ja. Ich hätte Besuchkov direkt dort spielen lassen, weil umso weniger du veränderst und Hasebe, die Rolle hat er sehr gut angenommen. Ich fand es ein bisschen unglücklich. Ich habe letztes Mal gesagt, ich vertraue Kovac immer, wenn er irgendwie aufstellt, aber würde ich dort lassen. Ich würde das hinten, wenn die da sind, dann würde ich die so lassen, weil die ganz wichtig waren. Wenn du diese Fünferkette, ist es ja im Endeffekt, hinten hast, die würde ich lassen. Da kannst du auf den Achterpositionen immer noch irgendwie sehen, wie du das irgendwie gebacken kriegst, weiß ich nicht genau. Da fehlt natürlich auch das Spielermaterial, das sagen wir aber eigentlich schon seit anderthalb Jahren. Also ich warte hier seit anderthalb Jahren drauf, dass wir immer gesagt haben, eigentlich ist das Wichtigste der 6er oder der 8er. Und der kam jetzt, Besuchkov muss es ja angeblich spielen können, hat im Training schon, Kovac hat ihn gelobt. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn gegen Schalke ehrlich gesagt bringt, weil er es vielleicht ähnlich sieht mit Weil ich meine, war jetzt schon auf der Bank. Ich meine, ist auch das heißt ein Zeichen. Auch was, ne? Ja. Kann gut sein, ist auch von mir aus okay, dann gib ihm die Chance, warum auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, als diese Aufstellung jetzt nochmal in der Form hinten zu haben. Zumal ich glaube, dass du, um Lindner auch ein bisschen mehr Sicherheit geben zu können, du eine extrem stabile Verteidigung brauchst und dafür brauchst du die drei da hinten, ja, auch um ein Oczipka wieder so ein bisschen da reinzubringen, der für mich gegen Leipzig auch so ein bisschen neben der Spur war, was aber aus meiner Sicht auch dadurch zustande kam, dass er sich zu sehr auch mit auf die Defensive konzentrieren musste. Und ich hoffe einfach, dass Schalke mit einer ähnlichen Leistung spielt wie am letzten Wochenende und du mit eben drei stabilen Innenverteidigern beziehungsweise zwei Innenverteidigern plus Hasebe als Libero das Thema so weit einfach safe da hinten machen kannst, dass du eben Lindner Stabilität gibst und aber auch einem Oczipka irgendwie wieder die Sicherheit gibst und ihn so ein bisschen in die Spur zurückholst. Jo. Würde ich gut finden. Dann haben wir davor Besuchkov und Mascarell. Das ist schön. Und dann? Das ist gut, gell? Ja, also das ist auch ordentlich, ja, aber gut, Besuchkov und Mascarell, schön, alles gut. Und ich würde, glaube ich, ehrlich gesagt, die Offensive umstellen. Ich glaube, ich würde Rogota, der arme Teufel, der nichts dafür kann, ja, jetzt früh ausgewechselt. Rogota würde ich spielen lassen, Rebic geht ja logischerweise nicht. Ja. Gacinovic würde ich in die Mitte setzen und würde das Torphantom Alex Meyer reinsetzen. Das heißt, ich würde diesmal mit der Doppelspitze spielen. Meyer hängt ein bisschen zurück, Gacinovic rückt in die Mitte. Und hoffe, dass Oczipka und Schändler dementsprechend Flankenläufe machen und Gacinovic ein bisschen aus der Mitte in die Mitte herein füttern können. Gacinovic, der dann die Bälle spielt zu Meyer und Rogota. Also quasi als Zehner. Ja. Ja, viel bleibt ja auch gar nicht mehr eigentlich. Ja, du könntest irgendwie Barkok reinbringen. Du könntest natürlich auch sagen, okay, Rebic raus, Barkok rein. Gacinovic, also Gacinovic musst du drin lassen im Endeffekt. Außer du sagst, du gehst hier mal wieder richtig oldschool und fängst an mit Seferovic, Meier und Rogota oder sowas. Kannst du natürlich auch machen. Ja, ich bin gespannt. Ich finde, wir sollten das Spiel auf Schalke, sollte die Eintracht auch mit aller Konzentration eingehen, weil ich glaube, da kann man zumindest mal einen Punkt holen. Ich finde, das sollte jetzt nicht das nächste Spiel sein, wo du sagst, ja, da müsste man eigentlich nicht gewinnen, Schalke ist auch eine gute Mannschaft, bla bla, sondern ich finde, die Eintracht soll da hinfahren und sagen, wir müssen hier punkten. Ich tue mich da so ein bisschen schwer mit eurer Aussage zu Gacinovic. Der war für mich so fernab von allem. Ja, aber wir haben keinen besseren Kicker eigentlich. Gerade. Ja, aber so wenig wie er auf dem Platz präsent war, hatten wir auch mit ihm
Eigentlich keinen. Gut, aber das ist ja auch kein Spiel, wo so einer glänzen kann. Das darfst du auch nicht vergessen. Die waren nach 5 Minuten schon mit 10 Mann. Da hast du mit Sicherheit nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich steche jetzt hier ein bisschen heraus. Und wir können, ich glaube, ich hätte gerne auch den Luxus, aber ich glaube nicht, dass wir uns den erlauben können, Gacinovic rauszunehmen, weil er ist trotzdem noch mit einer unserer besten Fußballer. Und, ich sehe keinen Ballverteiler. Ich sehe an sich, ja, wenn du sagst, du haust Gacinovic raus, sehe ich hier keinen potenziellen Ballverteiler. Denn bei allem Fabian Hype, ist nicht da, da kannst du dich auch noch Gacinovic rausnehmen. Genau, und das ist genau der Punkt. Ich meine, bei allem liebgemeinten Hype, und ich finde Barkok auch cool, aber das ist eine Position, die er noch nicht einnehmen kann. Der hat momentan noch diese Überraschungsmoment, was die Eintracht in den letzten Spielen wirklich gut ausgenutzt hat, als er reingekommen ist. Aber Gacinovic ist für mich dahingehend noch ein bisschen gereifter und kann die Bälle besser in die Spitze geben, dass du dann sagen kannst, okay, du machst dann noch einen Wechsel in der 70. Wenn es nicht so funktioniert hat, kannst du immer noch machen. Aber Gacinovic würde ich auch durch die letzten durchwachsenen Spiele jetzt durchschleppen und würde sagen, gegen Schalke neue Chance. Ja, das ist auch ein Spieler, so Spieler müssen wir auch durchschleppen, weil er ist noch ein junger Kerl, und wenn du willst, dass er mal ein gestandener Spieler wird, musst du leider diese Täler auch mitnehmen, weil du, wenn du ihn dann immer rausnimmst, dann kommt er nie in Fahrt. Gacinovic muss einfach wissen, okay, Junge, du musst irgendwann jetzt liefern, du musst auch ein bisschen erwachsener werden. Und dazu gehören diese Spiele auch. Und wenn du ihn jetzt wieder rausnimmst, dann blockierst du ihn, glaube ich, auch so ein bisschen, weil dann kann er sich nicht selber aus diesem Loch rauskämpfen, weil es ist ein junger Kerl und es ist einer der ganz wenigen Spieler, die uns gut, jetzt bin ich nicht mehr, seit Football Leagues bin ich mir nicht mehr sicher, aber die uns hoffentlich auch ganz gehören. Je nachdem, was dann noch passiert, wo er dann hinwechselt, um dann da nochmal hinzuwechseln, keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du auf solche Spieler bauen. Du musst dir Säulen schaffen eigentlich. Gacinovic muss eigentlich mal so eine Säule werden wie Eigner. Das muss so sein. Wenn du natürlich siehst, dass er das über ein halbes Jahr dann nicht bringt oder ein Jahr, dann musst du dich umsehen. Aber ich tue mich schwer damit, bei der Eintracht zu sagen, okay, ein Spieler, der uns gehört, der mit das meiste Potenzial von allen hat, der muss leider ein bisschen mehr Kredit haben, zum Beispiel. Ja, sehe ich genauso. Und außerdem, guck dir andere Vergleichsbeispiele an, jetzt, wenn es ein bisschen hochgegriffen ist, aber auch Rüdiger Groß hat in seiner Entwicklungszeit unglaublich viele schlechte, mittelmäßige Spiele gehabt, bis er sich auf ein anderes Niveau dauerhaft gehoben hat. Das ist bei Spielern, gerade auch im zentralen Mittelfeld, defensiven, offensiven Mittelfeld, ist das keine Seltenheit. Aber wenn du an sie glaubst und ihnen diese Chance gibst, und du hast natürlich auch jemanden wie Gacinovic mit der Diktion hierher geholt, ja, du hast diese Möglichkeiten, dich hier weiterzuentwickeln, und das müssen wir ihm auch zugestehen. Wie gesagt, wenn das jetzt 5 Spiele hintereinander, sag ich mal, nicht funktioniert, musst du natürlich zu einer Option greifen, nicht, dass wir irgendwie in eine bedrängliche Situation kommen, aber für das Schalke-Spiel sollte das die Option sein. Ich verstehe eure Argumente, ich kann sie auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Allerdings ist für mich Gacinovic auch nicht so der Ballverteiler, aber wir haben wahrscheinlich einfach keinerlei Alternativen, die wir da bringen können. Dann gehe ich da mal so mit, aber mit mehr als ordentlichem Bauchkrummeln. Ist gut, dann macht Gacinovic das 1-0 da. Ja. Meinst du? Ja. Jinx ist ruhig weiter. Da bin ich großer Künstler drin. Sag, du willst Meier auch nicht in der Stadt. Ja, aber Schalke, weiß nicht. Ich na, du sollst einfach nur sagen, damit die Eintracht 2-0 da gewinnt. Damit er noch ein Tor schießt, bevor er in die USA abhaut. Ach, das ist auch wieder so ein Spaß. Wo war das bei Sport 1 oder wo kam das raus? Ja, ich glaube gerade eben Spox. Ja. Das ist ein Interview, das ist schon uralt. Diese Aussagen, die habe ich schon vor ein paar Wochen gelesen. Ja, natürlich, da ist nichts Neues. Dass er sagt, dass er das selber aussuchen kann, dass er mal in die USA will, aber es muss passen. Das sind überhaupt gar keine neuen Aussagen. Ja, natürlich, überhaupt nicht. Die müssen halt was schreiben da. Ja, aber das kommt jetzt raus, weil er jetzt mal wieder nicht gespielt hat. Ach komm, die sollen uns in Ruhe lassen. Ja, das ist aber auch so ein bisschen so, oh, wir haben heute nichts über die Eintracht gemacht, guck mal, was wir noch irgendwie Verwertbares finden. Das ist das Einzige. Das ist wirklich, also man muss auch lernen, solche Sachen einfach zu ignorieren. Also das kann passieren, ja, aber meine Güte, momentan hat, glaube ich, auch Meier andere Probleme. Und wenn er den Ehrgeiz hat, sich bei der Eintracht hier wieder in die erste Elf hin anzubiedern, mehr oder weniger, dann muss er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Vollgas geben. Und ich glaube, da ist nicht das Thema akut Richtung USA. Glaube ich aktuell nicht. Und
ich denke, man sollte viel eher auf das Schalke-Spiel schauen. Wenn er sich jetzt hier im Training gut anbieten kann, dann ist hier eine Option, dass er dann spielen kann. Ich halte nämlich Schalke auch nicht für unglaublich stark. Genau. Natürlich haben die jetzt gegen Ingolstadt gewonnen, aber das ist immer noch eine Mannschaft, die gewisse auch Schwächen mehr hat. Mehr durch Glück und alles irgendwie drum und dran. Also das, ich habe von dem Spiel jetzt nicht wirklich viel gesehen, aber das war jetzt auch nicht so das Fußballspiel, wo du sagst von wegen, huiuiui, da war Qualität drin. Es ist halt momentan auch für die Schalke eine sehr große Umbruchssituation. Also ich meine, du merkst schon, dass es mit Weinziel aktuell ein bisschen besser funktioniert. Haben natürlich auch Leute verpflichtet. Naja, die haben halt das Geld, ne? Das merkst du halt schon. Ne? Und jetzt so ein Burgstaller haben sie auch mal ein paar Euro einfach mal rausgehauen. Und der macht jetzt in der, glaube ich, 92. Minute das relativ glückliche 1-0. Das war nicht spielerisch großartig herausgewurstelt. Nee. Aber das ist natürlich der Vorteil, wenn du mit Schalke immer den einen oder anderen guten Spieler holen kannst, wenn dir da gerade was fehlt. Ist ja in Ordnung, aber ich denke, von der Qualität her kann die Eintracht in Topform absolut mithalten. Und das müssen sie auch, das müssen sie halt aber auch am Freitagabend einfach zeigen. Ja, ich weiß, ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer sehr pessimistisch bin. Aber ich sehe bei dem Schalke-Spiel echt viele Nummern, die für uns sprechen, weil Schalke eine Mannschaft ist, die spielen daheim, die wollen vor ihrem eigenen Publikum was zeigen, aber genau das, um das zu zeigen, fehlt ihnen teilweise noch die Struktur, beziehungsweise haben die auch viele Verletzte und da ist noch einiges, läuft nicht rund. Und eigentlich ist das ein Gegner, der wie gemalt für die Eintracht ist, weil die probieren nach vorne zu spielen, aber gleichzeitig noch nicht diese komplette Wachheit haben, sage ich jetzt mal. Und du dann genau die Situation eigentlich vorfindest, die Eintracht immer ausgenutzt hat in der Hinrunde. Dieses, wir spielen auswärts und wir schauen mal, was ihr macht und dann schlagen wir irgendwie zu. Und wir sind gefestigt auch und wir lassen uns vielleicht auch durch ein 1-0 nicht aus der Ruhe bringen, was vielleicht früher so gewesen wäre. Ich erinnere mich an Spiele, da war ich auf Schalke, da hat, glaube ich, das war, glaube ich, dieses Spiel, wo Zavellas aus 4000 Metern das 1-1 gemacht hat oder irgendwas. Oh ja. Die Geschichte. Oh ja. Ja. Die ist aber auch schon vorher. Charisteas hat dann da noch das 2-1 gemacht, das waren ja auch so Dinge. Aber die Eintracht ist mittlerweile nicht mehr. Also jetzt gegen Leipzig war es an gewissen Stellen, wo du wieder sagst, ja okay, das ist ja ganz klar. Erst rote Karte und dann geht auch noch dieser Gurkenfreischuss dann rein und alles ist blöd. Und Eigentor und Timo Werner macht noch ein Tor. Aber meine Güte, das passiert. Aber ich habe bei der Eintracht so ein bisschen das Gefühl weg. Und wenn die wirklich konzentriert auftreten wie in der Hinrunde, dann ist auf Schalke tatsächlich was drin, weil Schalke in dieser Saison einige Probleme hat. Und die Eintracht ist eigentlich, könnte echt was werden. Das passt mir nicht, dass ich das jetzt denke, weil dann bin ich wieder sauer, wenn es nicht so ist. Aber wie gesagt, also ich sehe da wirklich noch nicht das Spiel abgeschrieben und kann mir durchaus vorstellen, dass die Eintracht das reißen kann. Wir haben ja die Aufstellung jetzt schon einigermaßen thematisiert. Wenn das so kommt, dann ist es umso besser. Schalke ist noch nicht so gefestigt. Auch im defensiven Mittelfeld gibt es den einen oder anderen merkwürdigen Pass. Den müssen wir aber ausnutzen und dann kann es hier was werden. Mit einem Punkt wäre ich auch sehr zufrieden. Ja, mit drei rechne ich jetzt nicht. Aber man muss auch den Anspruch haben, hier trotz einer gewissen Spielerengpass hier offensiv und auch, wie soll ich sagen, mit breiter Brust nach Gelsenkirchen zu fahren. Glaubt ihr, die Eintracht macht noch was auf dem Dings? Transfermarkt? Ja. Ach, also ehrlich gesagt, es verbietet sich ja momentan jegliche Spekulation, weil du hast ja gar nichts. Ne? Also es ist ja schon. Ja, aber das könnte genau dafür sprechen mittlerweile. Ja. Ich kann es nicht sagen, ich hoffe es. Also die Hoffnung bleibt, die Personalie herausgestrichen, was ich ganz gut finden würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass noch was passiert, wenn es finanziell irgendwie möglich ist. Vielleicht tut sich in der letzten Minute noch irgendwas, also ich meine jetzt nicht die letzten paar Stunden, aber ein, zwei Tage vorher, wenn du siehst, okay, da hat jetzt noch einen Hammer-Transfer gemacht, dass die Eintracht dann vielleicht günstig an irgendeinen Leihspieler kommen kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Wird, glaube ich, wirklich nur so eine Last-Minute-Entscheidung. Transferfenster ist bis Dienstag 18 Uhr, richtig? Ich glaube, da ist der berühmte Deadline Day of Sky. Genau, da weiß ich. Nennen wir uns alle extra Urlaub um die 24 Stunden Sky. Ich kann sagen, da weiß ich ja, was ich am Dienstag hier die ganze Zeit laufen lasse. Ja, einen gelben Pullover bitte. Ich habe keinen gelben Pullover. Dann kauf dir einen. Ja, aber dann so ein Overall. Ein Overall. Ja. Da renne also im Overall, schon Deadline Day.
Vielleicht, wenn wir sagen, okay, jetzt fällt ein Fabian länger aus, dann könnten wir uns ja mal den Alen Halilovic holen. Nein, also der. Das fände ich super, ja. Den habe ja, ich auch schon. Vor der zur HSV-Gangs fand ich ihn schon geil. Und ich finde ihn immer noch gut. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass er halt so ein typisches Opfer, Hamburger Opfer ist. Also von Spielern, die Potenzial haben, aber halt irgendwie in Hamburg nicht zurechtkommen. Ja. Und Halilovic ist halt auch jung genug. Ich kann mir vorstellen, dass gerade jemand, natürlich den wahrscheinlich auch kennt wie Kovac, durchaus hinbiegen könnte, dass er für die Rückrunde, das ist ja auch ein, das ist ja trotz seiner relativ, seiner 20 Jahre ein relativ gestandener Spieler schon. Der weiß ja, was er mit dem Ball zu machen hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er uns für die Rückrunde einen großen Vorteil erarbeiten könnte. Ist natürlich nur eine Spinnerei von mir, aber bevor der jetzt. Das finde ich aber lustig, weil ich hatte das auch auf dem Schirm. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass er woanders im Gespräch ist und da habe ich gedacht, na, eigentlich finde ich den ganz geil. Ja. Ich glaube, der ist wieder zurück nach Spanien irgendwie im Gespräch. Was halt irgendwie auch einfach ärgerlich wäre, nur weil die Hamburger so blöd sind, das nicht hinbekommen. Es tut mir leid, das ist mir nicht böse gemeint. Aber die haben so viele Spieler schon verwurschtelt. Wo du sagst, meine Güte, das ist doch wirklich hier eine. Das hat die Eintracht auch schon gemacht. Aber aktuell fällt es mir halt bei so Spielern wie Halilovic. Ja, die Eintracht hat wenigstens nicht so viel Geld, dass sie es in der Masse machen kann. Die Eintracht hat auch alle ihre Spieler versorgt. Aber der HSV macht das ja in einer Natur. Also vielleicht ergibt sich da was. Da muss man halt gucken, muss man mit offenen Auges durch die Transfer, durchs Transferfenster gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Lux Bobic sich irgendwas ausdenkt. Ja, schauen wir mal. Also gerade wie du gesagt hast, wenn es so extrem ruhig ist, dann könnte das so ein Zeichen dafür sein, dass dann da doch vielleicht irgendwie das eine oder andere noch irgendwie um die Ecke kommt. Ist dann halt wirklich spannend, wann dann da sich noch was tut. Ich würde es nicht ausschließen. Ja, würde ich jetzt an der Stelle auch nicht. Wobei ich befürchte, dass wenn sich noch was tut, dass dann auf der von dir eben bemängelten Sechserposition wahrscheinlich nichts tun wird. Ach, wahrscheinlich, natürlich tut sich da nichts. Ich kenne ja die Eintracht, da sagen wir schon seit einem halben Jahr oder seit anderthalb Jahren, dass auf der Sechs nicht irgendwas tun muss. Und es wird nichts passieren. Es ist ja auch, es ist gang und gäbe, es ist halt Standard, ja. Aber ich werde halt nicht müde, das zu betonen, bis irgendjemand kommt. Und dann bin ich total enttäuscht, weil es total die Pfeife ist, ja. Es ist, ich kenne das. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Aber es bleibt noch spannend. Wir haben noch eine Woche Zeit, genau jetzt noch eine Woche. Ich sag nur mal so, der Pirmin Schwegler sitzt auch nur in Hoffenheim auf der Bank. Das ist lustig, ich habe schon wieder das Gleiche im Kopf gehabt. Dann war ich wollte es aber nicht sagen, aber da war ich mir nämlich nicht sicher, ob er nicht doch mehr spielt als vorher, weil ich letztens ein Interview mit ihm gelesen habe, wo er Nagelsmann über den grünen Klee lobt. Da habe ich gedacht, gut, vielleicht spielt er doch mehr, aber. Nee, er hat über 90 Minuten relax auf der Bank gesessen. Ja, immerhin sitzt er auf der Bank und nicht auf der Tribüne, aber wenn das dann Anspruch ist, dann halt auch. Okay, aber mich ärgert es ehrlich gesagt. Ich finde Schwegler immer noch, wäre auch jetzt noch eine ganz gute Ergänzung. Ergänzung? 29 Jahre ist der Kerl. Ja? Aber können wir nicht ändern. Aber trotzdem, der würde sich zum Beispiel auch nahtlos jetzt einfügen. Bei dem hätte ich kein Bedenken, dass der innerhalb von kürzester Zeit wieder weiß, was man in Frankfurt zu tun hat. Natürlich mit einem neuen Trainer, aber der kennt sich natürlich auch in seinem Umfeld aus. Das wäre schon eine schnelle Verstärkung, wohingegen viele andere Spieler natürlich auch mal eine Eingewöhnungszeit bräuchten. Aber wir haben jetzt noch 17 Partien, die müssen wir möglichst siegreich gestalten, um unsere Träume und Hoffnungen irgendwie wahr werden zu lassen. Ja. Was tippt ihr denn für das Spiel gegen Schalke? Basti? Jetzt erwischst du mich aber. Ich tippe 0-2. Ich sage 1-1. Ich gebe mit bei dem 0-2. Mhm. Ihr seid aber ganz schön optimistisch. Ja, also für mich ist es jetzt wichtig, ja auch nochmal Punkte zu holen, weil das, was wir halt jetzt ansonsten auch haben, sind halt auch alles irgendwie so eklige Auswärtsspiele. Also Schalke ist jetzt auswärts, dann zu Hause gegen Darmstadt, das wird auf jeden Fall oder muss auf jeden Fall was mit 3 Punkten sein. Dann haben wir Pokal Hannover, dann sind wir wieder auswärts bei Leverkusen. Also, da ist mir jetzt ganz schön viel auswärts auch mit dabei. Mhm. Aber dann kommen noch, dann müssen noch diese 2 Spiele auch irgendwann kommen. Hamburg und Gladbach zu Hause ist dann, gell? Nee, dann kommt erst Ingolstadt zu Hause. Nee, ich meinte aber irgendwann, diese Doppelheimspiele haben wir in der Rückrunde, gell? Das hatten wir in der Hinrunde auswärts, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, das sind, glaube ich, die Spiele.
HSV Gladbach, die meines Wissens nach auch wieder unterbrochen werden, irgendwie von Länderspiel oder irgendwas. Oh, das gibt's ja auch noch. Stimmt, die Bundesliga geht ja nicht nie wieder los, sondern die ganzen Länderspiel-Dreckspausen genau. auch. Genau, diese Länderspielpause liegt genau zwischen den beiden Heimspielen, wenn ich mich da jetzt nicht gerade vollständig vertue. Träumchen. Ne? Muss ja sein. Nur gut. Irgendwie muss man sich ja darauf vorbereiten. So, dann kommen wir jetzt normalerweise an dieser Stelle zum Dummschwätzer der Woche, den wir aus Zeit. Ja, ich habe auch Breaking News, habe ich einen. Ja. Sorry, ich muss ihn einwerfen, ohne euch mit euch abgesprochen zu haben. Ja. Ich nehme den Twitter-Con von Red Bull Leipzig, die getwittert haben, dass ausverkauft Stadion wie immer und alles Mögliche. Und dann hat man Bilder gesehen und dieses Stadion, da waren so viele freie Plätze. Also da hat Leipzig zumindest alternative Fakten verbreitet. Ja, also ohne die jetzt irgendwie verteidigen zu wollen, aber es mag ja sein, dass die Tickets irgendwie verkauft waren. Aber die Leute sind halt nicht gekommen, die haben halt einfach die falschen Zahlen verwendet. Die sind halt so verkauft, wie wenn im Lotto gewinne, wo jeder im Lotto gewinnt, ja. Also. Ja. Nee, die sind halt so, das sind ja so verkauft, wovon wegen, dass du halt, was weiß ich, wie viele Sponsorenkarten hast, die du einfach irgendwo verschenkst. Genau, aber damit ist der Platz ja offiziell belegt, aber die werden halt nicht abgerufen. Ja, super, ich mache auch einen Verein auf, dann verschenke ich 10.000 Karten und dann sage ich habe einen Zuschauerschnitt von 10.000. Ja. Kann man machen. Ist halt super klasse. Das kann man so machen, ist dann halt Kacke. Ja. Ja, die haben auch geile andere Sachen getwittert, wie unsere Fans sind wie immer der 12. Mann und so toll, die schreien einmal Leipzig, immer Leipzig, hey, hey, wow, cool. Klingt alles Fans. Widerlich. Yeah, 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 einmal Leipzig, immer Leipzig, hey, hey, yeah, yeah. Ich weiß jetzt nicht, was an der Stelle schlimmer ist. Tweets von Red Bull, Rasenballsport Leipzig, Entschuldigung natürlich, oder Philipp Lahm. Oh, jetzt kommen wir doch nicht mit dem. Philipp Lahm twittert wenigstens die Wahrheit. Ja, die Alternative. Wenn auf sehr dröge Weise. Die alternative Wahrheit. Gut, aber ansonsten skippen wir den Dummschwätzer der Woche von Zeitgründen wegen. Ich habe trotzdem eine kurze oder zwei kurze Empfehlungen. Das eine, weil du es gerade eben angeleitet hast, es gibt dieses wunderbare Vorstellungsvideo der Niederlande, wie sie sich gegenüber Donald Trump vorstellen. Mhm. Wer die Woche noch nichts zu lachen hatte, der muss sich das unbedingt in der Dauerschleife anschauen. Das ist so dermaßen grandios. Habt ihr das schon gesehen? Ja, logisch, habe ich schon gesehen. Basti? Nee, ich habe leider nicht. Ich habe wenig Zeit in dieser Zeit. Ich habe auch ganz wenig Zeit. Ich will endlich Marvins Ringfuchs-Podcast hören, aber ich komme zu nichts. Genau, dann guckst du dir gleich erst dieses Video an und dann kommst du zu meiner zweiten Empfehlung, nämlich eben jenem genannten Ringfuchs-Podcast. Herr Marvin, erkläre Sie sich. Das ist ein ganz schönes Zungenbrecher. Ja, siehst du. Podcast. Das heißt alles auf Englisch. Ja, Ringfuchs, lustigerweise. Das heißt, das war jetzt zu einfach, verdammt. Das heißt wirklich Ringfox. Ja, es gab mal einen Wrestler, der heißt Fit Finlay, der ein oder andere mag ihn noch kennen. Nee. Der hat sich übrigens auch echt selbst Ringfox genannt. Ja, aber Ringfox Podcast, die Wrestling-Podcast-Alternative für alle, die jetzt nicht immer absolut up-to-date sind und sich jetzt keine Podcasts über die aktuellen Folgen anhören wollen oder über die aktuellen Shows. Wir besprechen Dinge des Wrestlings, Themen des Wrestlings, sag ich mal, ein bisschen zeitunabhängiger. Wir hatten jetzt eine Folge über Bösewichte im Wrestling, haben jetzt ein Special, ja, nach unserer ersten Folge gleich ein Special über Kurt Angle, der jetzt... Ist ja wie Jahr, Länderspielpausen quasi. Ja, genau, genau, aber nur halt in gut, der ist ja in die Hall of Fame eingeführt wird, für mich absolut verdient. Wir haben ansonsten noch viele andere lustige Themen, interessante Themen. Wir werden am Donnerstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Oh! Genau. Kleine Untermalung für den Marvin. Über unerfüllte Versprechen reden. Also buntes Programm kann man sich anhören, kann man sich auch für die Ewigkeit, sage ich mal, anhören. Unter ringfuchs.de ganz leicht zu finden. Schaut mal rein. Wir machen unter jede Folge auch richtig viele YouTube-Videos, damit ihr nachfühlen könnt, was wir denken. Und ich hoffe, es gefällt euch. Sagt Bescheid, wenn irgendwas sein sollte. Wir freuen uns immer über Feedback. Fallt auf diese Geschichte mit diesen YouTube-Videos nicht drauf rein, da bin ich schon reingefallen. Das kostet euch Stunden eures Lebens. Aber das sind schöne Stunden, ja? Ja, natürlich sind schöne Stunden, aber das kostet euch Stunden eures Lebens. Das könnt ihr nicht tun.
Macht es trotzdem. Aber den Podcast solltet ihr euch anhören. Ich habe zumindest die erste Folge mir angehört und ja, sehr empfehlenswert für die Leute, die sich mit dem Thema Wrestling irgendwie ja entweder schon beschäftigt haben und da noch was anderes sehen, hören, wissen wollen oder die vielleicht irgendwie so einen Einstieg finden, fand ich gerade so die erste Folge da ganz gut. Und wie gesagt, die zweite, die Länderspiel Sonder-Spezial-Podcast-Ausgabe, den muss ich mir noch anhören. Und übrigens haben wir das nicht abgesprochen, dass sie das sagen. Das war, haben sie frei heraus empfohlen. Ich habe dir jetzt nicht die Pistole vorgehalten. Genau, das ist bezahlte Produktplatzierung. ja, wenn wir über Wrestling sind, am Sonntags Royal Rumble, das können wir auch empfehlen. Also. Auf jeden Fall. Der Rumble ist immer was Spezielles. Royal Rumble ist immer der Start von was Gutem und dann fängt die Road to WrestleMania richtig an. Ist aber auch hinter Bezahlschranke, oder? Also ja, gut. Jawohl, man kann das in der WWE Network, glaube ich, momentan für 3 Monate kostenlos testen, oder? Stimmt das? Als auch absolut, eigentlich absolut strange. Aber du hast momentan wirklich die Chance, wie der Basti das richtig sagt, für 3 Monate also Abonnent zu sein und glaube ich, entweder zahlst du einmal 10 Euro oder zahlst sogar gar nichts. Also du kannst also die ganze Road to WrestleMania mitnehmen und Sachen Pay-Per-Views, ohne überhaupt was zu zahlen. Also und selbst ein Zehner wäre halt auch jetzt nicht ganz so dramatisch. Weißt du, wolltest gerade sagen, es gab Zeiten, da waren wir froh, wenn wir 15 Euro auf Sky bezahlen mussten für eine Veranstaltung. Also. Genau. Da war ich noch nie froh. Ich habe es gemacht, weil es keine Alternativen gab, habe aber auch 2 Stunden gewettert wie ein Rohrspatz. Ja, ich weiß, das also wenn ich jetzt mal vergleiche, man muss ja bei solchen Sachen, wenn Marvin hat es ja gesagt, der betrachtet Wrestling vielleicht ein bisschen zeitunabhängiger, man muss bei solchen Sachen auch manchmal echt überlegen, wie das früher war und für was man dankbar war und für was man heute für Möglichkeiten hat. Das ist schon geil. Ich habe heute, leider gibt es hier Möglichkeiten, heute habe ich keine Zeit mehr. Ich glaube, ich hätte keinen Schulabschluss gemacht, hätte ich früher diese Möglichkeiten gehabt. Also das ist tatsächlich hervorragend, dass du wirklich alles schauen kannst. Leider ist das Produkt momentan nicht so krass gut, dass ich sage, geil, ich mache das auch, aber es ist schon Wahnsinn eigentlich. Ja, aber das hast du doch heute mit vielen Dingen. Du kommst heute viel einfacher einfach auch an Entertainment-Produkte irgendwie ran. Ja, es kommen ja immer mehr irgendwie neue Geschichten ran. Das geht ja mit Sportübertragung genauso. Wenn du jetzt hier mal das, was wir letzte Woche ja schon diskutiert hatten mit dem Datsun als alternative Variante, das funktioniert vielleicht noch nicht überall so einwandfrei, weil es auch kein so triviales Thema ist, aber die Möglichkeiten werden da ja immer größer. Mhm. Ja. Also gerade in Sachen Wrestling. Du hast natürlich das WWE-Network, was interessanterweise, der Basti spricht das an, das eigentliche Produkt ist jetzt vielleicht nicht so absolut herausragend, gerade wenn ich mir die eigentliche Hauptshow Raw angucke, muss ich ihm da zustimmen. SmackDown sieht momentan ein bisschen oder fast wesentlich besser aus mit AJ Styles und ganz guten Storylines, die da passieren. Aber natürlich, aber trotzdem siehst du in diesem Produkt selbst, in diesem WWE-Konstrukt, unglaublich viele tolle Dinge, sei es jetzt bei Cruiserweights oder die hatten jetzt ein UK-Turnier, wo sie nur britische Wrestler hatten. Das war, gerade der zweite Tag war absolut sensationell. Also du merkst, also das ganze Produkt entwickelt sich ja weiter, ob es jetzt bei der WWE oder beim Wrestling generell ist. Und die Möglichkeiten, die man hat, ob man jetzt sagt, man guckt WWE oder man guckt Indie-Wrestling, was auch, gibt es eigene Networks dafür mittlerweile, Flow Serum Wrestling zum Beispiel. Also es ist immer noch das Land der unglaublichen Möglichkeiten, gerade im Wrestling her, eigentlich eine sehr, sehr spannende Zeit aktuell. Und während es in vielen Bereichen des Lebens oder des nicht des privaten Lebens, hoffentlich bei keinem von euch, aber des öffentlichen Lebens ein bisschen ja vor die Hunde geht, ja, wenn ich ihm angucke, wer mittlerweile so Präsident werden kann, was mit UK in Sachen Brexit und so weiter passiert, da muss ich sagen, dass es beim Wrestling irgendwie wie auf einer einsamen Insel noch ziemlich gut läuft oder immer besser läuft, hält mich so ein bisschen dabei, positiv zu bleiben. Aber beim Fußball ja auch, die Eintracht kann sich auch nicht beschweren, wir haben eine herausragende Position. Das stimmt allerdings. Und ich finde, die Diskussion, die wir geführt haben, hakt auf jeden Fall den Punkt für tiefgründige Wrestling-Gespräche auf unserem Trinkspiel ab. Also von daher. Da könnt ihr für den Part eine ganze Flasche getrunken werden. Auf jeden Fall. Genau, ansetzen und runter damit. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon durch für diese Woche. Ich möchte nochmal bei allen denen bedanken, die in der Zwischenzeit uns weiterhin unterstützt haben. Ihr findet alle Möglichkeiten auf unserer Support-Seite und auch nochmal der Hinweis für diejenigen, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Die Kontonummer hat sich zum Beginn des Jahres geändert. Also von daher vielleicht da einfach nochmal überprüfen, ob ihr da die richtige hinterlegt
habt nicht, dass das Geld irgendwie in diesem Banken-Nirvana verschwindet. Da ist schon mehr als genug Geld in den letzten Jahren und Jahrzehnten verschwunden gegangen. Da muss nicht noch mehr dazu. Aber was passiert denn da? Geht es dann jetzt einfach weg? Oder, nö, das oder geht, das geht im Regelfall geht es zurück. Okay, alles klar. Aber ich traue der Bank nur so weit, wie ich sie werfen kann. Aber zurück ist ein gutes Beispiel, eine gute Überleitung. Ja, es tut mir leid, wir hören gleich auf. Mhm. Aber aus der Rubrik, früher mal bei der Eintracht gewesen, ja, Vadim Demidov ist mittlerweile, wer kennt ihn hier noch jemand, Vadim Demidov? Ja, ja. Demidov ja, ist ja, ja von Celta Vigo, der eine alte Champions League-Klausel in seinem Vertrag hat. Ja, genau. Ja. Ist aber mittlerweile bei Minnesota United gelandet, also amerikanische Liga. Ja, hat ja auch Innenverteidiger gespielt, konnte aber auch defensives Mittelfeld spielen. Und ein defensiver Mittelfeldspieler, der irgendwann mal zur Eintracht gekommen ist und als großes Versprechen galt, ja, denn aus unserer Kooperation mit Manchester City, ja, sollte ja was Tolles erwachsen. Das Einzige, was bei rumkam, war Mohamed Abu, der kein einziges Spiel gemacht hat, glaube ich. Kann sich noch jemand erinnern? Der Name Abu, ja. Hat der nicht eine Straftat begangen auch? Nee, das war jemand anders. Okay. Mit Vorurteilen? Nein, Spaß. Komischer Name, Straftat. ja, aber ich meine, da war auch irgendwas komisches. Ja. Also auf jeden Fall, Mohamed Abu hat es jetzt auch von Norwegen in die MLS geschafft, jetzt bei Columbus. Also alle Eintrachtler treffen sich irgendwann da. Das war's von mir. Also ich wollte nur ein bisschen klugscheißen und euch mal wieder erzählen, was aus der Rubrik, was macht eigentlich. Das heißt eigentlich, wenn wir auf Dauer wegen zu vielen Plastikvereinen keinen Bock mehr auf deutsche Bundesliga haben, müssen wir uns alle irgendwie so ein MLS-Abo klicken und MLS gucken. Oder chinesischen Fußball. Ja, da verstehe ich die Kommentatoren nicht, wobei ich verstehe auch die deutschen das Kommentatoren zum Teil nicht. Also, sagen. Also, macht ob jetzt Sinn. Fritz von Tone Tax ist oder das. Ui! Das ist vielleicht nicht so schlimm, ja. Nur gut. Okay. Ja. Nun ja, nun denn. Dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Woche wieder geschafft. Es ist, wie gesagt, eine etwas kürzere Folge, aber das ist aus Zeitgründen leider nicht anders zu handeln. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen irgendwie alles wieder besser wird. Aber ich glaube, wir haben auch alles besprochen, was es zu sagen gab. Wir hoffen auf 3 Punkte gegen Schalke am Freitag, 20.30 Uhr. Und würde sagen, wir versuchen es in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise, da war der Zungenbrecher, wieder und sagen bis dahin, macht's gut.